Wie viel Geld verdienst du als Vollzeit-Streamer ohne Reichweite? Ich habe 2 Monate Vollzeit gestreamt im Dezember und Januar. Ich zeige euch hier meine Erfahrungen, wie viel habe ich gestreamt, was habe ich gemacht und am Ende das Wichtigste, was wahrscheinlich alle wissen wollen, wie viel Geld habe ich verdient. Das Video ist kategorisiert in mehrere Themen. Thema Nummer 1. Was habe ich gestreamt? Wo habe ich gestreamt? Wie viel habe ich gestreamt? Thema Nummer 2. Wie ging es mir mit der ganzen Geschichte? Was hat das emotional mit mir gemacht? Und. Ich glaube, das ist relativ interessant für viele. Dann der wichtigste Part, weshalb ihr hier seid. Wie viel Geld habe ich verdient? Warum habe ich eine Pause nach der Zeit gemacht? Und zu guter Letzt, wie geht's weiter? Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ab jetzt gibt es monatlich Videos. Wie viel Geld verdiene ich mit meiner Internetpräsenz? Moin und willkommen zurück bei Nordmann. Mein Name ist Tom, hier mit einem weiteren Video für euch. Seid ehrlich, Leute, wer hat's vermisst? Wer kennt mich überhaupt noch? Ich stream seit 2016 mal mehr, mal weniger. Immer so in Intervallen, mal so 1, 2, 3 Monate, dann mal wieder 3 Jahre gar nicht. Wir gehen einfach mal in meine Twitch-Statistik rein und schauen uns einfach mal das Jahr 2023 bis Ende November an. Ich habe 30 Abos gemacht, 90 Stunden gestreamt. Hier im Mai hatte ich mal so ein bisschen Motivation wieder. Man sieht sehr sporadisch, Januar bis Mai nicht einmal gestreamt. 66 Follower generiert, $50 eingenommen. Katsching! Was ist passiert? Im November habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt einfach mal was für mich machen. Ich habe mich 2 Monate rausgenommen, ich bin selbstständig. Was ist mein Hobby? Stream allgemein, Videos machen ist meine Passion, ich liebe es. Ist in den letzten Jahren sehr viel zu kurz getreten. Jetzt möchte ich ganz gerne wieder durchziehen. Ich glaube, jeder hat irgendwo diesen Traum, dass wenn er so ein Hobby hat, dass er damit natürlich erfolgreich ist. Erfolgreich wäre für mich, wenn ich so viel Geld verdienen würde, dass ich damit meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Wir gucken uns den Dezember an. 83 Stunden gestreamt. Hier war auch noch so lala. Richtig angefangen haben wir am 10. Dezember. Da haben wir komplett durchgehasselt. Ich hatte eine durchschnittliche Zuschaueranzahl von 10. Ich habe mit 1,8 angefangen, 2,7, 3, damals 22. Da wurde ich, glaube ich, geratet. 9, 24. Durch die kontinuierliche Streaming-Geschichte, weil ich habe wirklich jeden Tag gestreamt. Am 31. Dezember 34 Zuschauer war das Peak. Was haben wir gestreamt? Wir haben angefangen im November mit Sekiro, sind dann im Dezember irgendwann bei Bloodborne gelandet. Ich habe gleichzeitig auf TikTok live gestreamt. Kann ich nur jedem empfehlen. Hat super gut funktioniert. Ich hatte teilweise 200 Zuschauer, völlig verrückt, bis mein Kanal auf einmal immer wieder gemeldet worden ist. Es hieß immer, nach einer Stunde habe ich so eine Meldung bekommen. Ich gucke mal, ob ich noch ein Bild habe, dass das aufgenommener Inhalt ist. Ich weiß nicht, ob das eine KI von TikTok war, weil ich habe halt Sekiro und Elden Ring und Bloodborne gespielt. Da machst du halt viel dasselbe. Du bist ja alleine in Malenia, habe ich, glaube ich, 450 Mal versucht, bevor ich die gepackt habe. I am Melania. Ich habe jeden Tag einen YouTube-Short hochgeladen, ich habe jeden Tag einen TikTok hochgeladen. Dazu ist es gekommen, dass die Leute von TikTok, sehr, sehr wenige, aber es sind welche auf Twitch rübergekommen. Der Januar ist für meine Verhältnisse extrem explodiert. Ich hatte auf einmal 19 durchschnittliche Zuschauer. Peak waren 50 Zuschauer ohne einen Raid, das war mega geil. 398 Follows, 250 Abos und Einnahmen von 458,64. Bei 146 Stunden, ein miserabler Stundenlohn, aber dafür, dass ich das erst im zweiten Monat gemacht habe, richtig stabil. Wenn wir jetzt die Monate mal zusammenfassen, bin ich mega begeistert. 16 durchschnittliche Zuschauer, 524 Follower. Ich habe einfach mehr als verdoppelt. Ich war vorher bei 340, dann war ich bei 860. Bei TikTok, ich muss gucken, ob ich Bilder von den Statistiken finde, weil man kann nur die letzten 60 Tage sehen. Bei TikTok war es so, dass die Leute ungefähr 300 Euro gespendet haben. Da gibt es ja so Geschenke. Angekommen bei mir sind nur 80. Das heißt, wenn ihr mich dahingehend unterstützen wollt, kommt, macht das lieber auf Twitch. 332 Abos, $618 Einnahmen. Das Ganze ist natürlich nicht bei mir angekommen. Im ersten Monat habe ich es komplett verkackt. Ich habe vor 3 Jahren oder so diesen Affiliate-Kram ausgefüllt. Und leider war es so, dass mir 30% US-Steuer abgezogen worden sind bei der ersten Auszahlung. Das habe ich verkackt. Na, wir rechnen halt aber nicht mit irgendwas, weil der Dollarkurs schwankt immer. Ich sage euch jetzt ganz genau, wie viel Geld ich bekommen habe von Twitch. Von Januar und von Februar. Werden halt immer einen Monat später um den 15. rum ausgezahlt. 13. Januar, 99,94. Sagen wir 100 Euro glatt, weil 30% abgezogen worden sind. Das habe ich verkackt. Die könnte man raufrechnen, lassen wir. Im Februar habe ich ausgezahlt bekommen 409,28 €. Bedeutet was? Wir sind bei 510 Euro. Eigentlich 509 plus nochmal 80 Euro von TikTok. Wir haben grob 590 Euro, was in 2 Monaten Social Media, glaube ich, extrem gut ist, ohne Hype, ohne irgendwelche Leute, die mich da großartig pushen und. Im März habe ich nochmal $79 verdient, im April 80 und im Mai ausgezahlt $64. Jetzt habe ich natürlich auch Spenden bekommen. Ich rechne jetzt einfach mal alles zusammen, was im Dezember und
Januar reingekommen ist. Und jetzt kommt der Killer, ey. 125 Euro. Danke nochmal, Kolbe, das, also er weiß, dass ich das so habe. Ich hatte ein Donation-Ziel drin in meine Webcam, das ist die Elgato-Cam. Bin ich sehr zufrieden mit, hat natürlich auch mit dem Elgato-Licht, was ich zum Geburtstag gekriegt habe, den Stream ein bisschen aufgewertet. Was bedeutet das in Zahlen? Wir haben durch Twitch, TikTok und Donations 836 Euro in 2 Monaten verdient, geteilt durch 2 sind es 418 Euro. Ist ein schlecht bezahlter Minijob. Haben wir einen Stundenlohn von 28 Cent. Was ist denn alles passiert? Ich hatte Elden Ring gestreamt, 34 Zuschauer im Dezember, hier nochmal, ne? Das war ja alles sehr gut. Und dann fing es nämlich an, ich habe Elden Ring durchgespielt. Die Souls-Community ist ziemlich cool, habe das Spiel auch auf Platin gespielt, aber es sind immer mehr die Zuschauer abgefallen. Ja, auf einmal nur noch 17, auch nur noch mal 11. Warum das Ganze? Ich war halt komplett auf Souls aus. Ich habe Dark Souls 3 probiert, aber nach Sekiro, Bloodborne und Elden Ring hat es mir einfach keinen Spaß gemacht. Gut. Ja, das war's mit dem Stream heute, Digga. Ich brauchte auch irgendwie so eine Pause von den Souls-Games, hab leider aber auch kein Game gefunden, was mir so viel Spaß gemacht hat, dass ich streamen wollte. Ey, nach 230 Stunden nur auf die Fresse spiele. Ja, Elden Ring ist in meinen Augen eines der besten Games, was es jemals gab. Nächsten Monat kommt das DLC, richtig geil, da freue ich mich mega drauf. Wenn ihr Bock habt, Link in der Videobeschreibung, Instant Gaming. Das ist ein Partner von mir, wenn ihr es darüber kauft, spart ihr einen Zehner und ich verdiene ein bisschen Geld. Wäre mega cool von euch. Kuss. Zum Thema zurückzukommen. Das Ganze ist immer weiter abgefallen, weil die Leute gemerkt haben, es macht mir nicht mehr so viel Spaß und ich finde irgendwie kein Game. Ich habe nichts gefunden. Das heißt, ich bin online gekommen, wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Das war dann natürlich, wenn der Stream einem selbst keinen Spaß macht, merken die anderen das. Plus im Februar, ne, weil ich bin leider kein Multimillionär, habe ich halt wieder angefangen zu arbeiten und nicht gerade wenig. Weil wir gucken jetzt mal, wir gehen mal von 230 Stunden und 618 Dollar auf 42 Stunden und 183 Dollar. Was ist passiert? Am Anfang natürlich erster Arbeitstag wieder gewesen, ich war noch motiviert und da merkt man immer mehr den Abfall von den Zuschauern und auch von meiner Streaming-Zeit. Januar, Dezember habe ich im Schnitt 4 Stunden gestreamt, 3-4 Stunden mindestens immer am Tag. 10 Zuschauer statt der 137 Stunden, die ich durchgezogen habe, auf 29 Stunden, teilweise 6 Stunden. Ich würde schon sagen, dass ich so 4-5 Stunden im Schnitt gestreamt habe. Das ist halt ein riesiger Unterschied. Die Zeiten wurden weniger. Ich habe Pausen gemacht, weil ich von der Arbeit halt auch einfach fertig war. Ich wusste nicht, was ich streamen sollte. Und das hat sich halt dann über die Monate gezogen. Guck mal, im März habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal gestreamt. Ich war ausgelaugt. Im April hatte ich Geburtstag. Sieht man auch hier. Ne, am 18. und am 19. da habe ich mal länger gestreamt wieder. Auch nicht so viele Zuschauer, aber an meinem Geburtstag wurde mir gegönnt. Februar bis Ende April. Nicht ansatzweise so viel gestreamt wie im Januar. Und das merkt man natürlich trotzdem. Ey, ich bin extrem dankbar für alle, die weiter abonnieren. Ne? 250 Dollar mit so wenig Stream ist mega nice. Was passiert jetzt aber? Das Ganze wird sich jetzt ein bisschen ändern, wenn wir jetzt in den Mai gehen. Der Mai ist noch nicht zu Ende. Im Mai habe ich jetzt schon 60 Stunden gestreamt. Fast so viel wie in den letzten 3 Monaten. Durchschnittliche Zuschaueranzahl, mal mehr, mal weniger. Ich streame Fallout 4 und Skyrim. Jetzt kommt auch noch Witcher 3 dazu. Das heißt, wenn ihr Bock habt, schaltet gerne im Stream ein. Gönnt euch das. Wir haben bis dato verdient 43 Dollar, 16 Abos. Also verhältnismäßig, wenn wir mal gucken, was Peak war. Auf jeden Fall im Januar waren es 250 Abos. Absolut nicht da, wo wir am Peak waren. Da würde ich ganz gerne natürlich wieder hinkommen. Begleitet mich auf der Reise. Ich habe mir jetzt einen Streamplan gemacht. Wir streamen jeden Tag. Montag, Mittwoch, Freitag, 22 Uhr, Dienstag, Donnerstag, 9 Uhr morgens. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Und wenn ihr nur Bock habt, diese Videoreihe zu verfolgen, dann lasst ein Abo da, weil jeden Monat um den 15. rum, weil dann bekomme ich eine Auszahlung. Ich möchte euch nur die Klarzahlen geben. Da steht zwar 43 Dollar, aber am Ende des Tages wird weniger ankommen. Müssen wir mal schauen, wahrscheinlich zum 16. oder 17. schauen wir, wie viele Zuschauer habe ich dazu gewonnen, wie viele Follows, wie viele Abos, durchschnittliche Zuschauerzahl und am Ende des Tages das Wichtigste für euch natürlich, wie viele Einnahmen habe ich gemacht. Ich würde auch die Instant Gaming Einnahme mit reinpacken, sollte da was rumkommen, wer weiß. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Format gefällt, lasst ein Abo da, drückt den Like-Button, schaut im Stream vorbei, sorgt dafür, dass meine Statistik nach oben geht, würde mich extrem freuen. Damit war es das mit dem Video. Ja, schaltet beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt. Moin und willkommen zurück bei Norman. Peace! Digga, YouTube 2014.